Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Episode Gains for Your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute wieder mal ein Interview nach zwei Solo-Episoden. Und ich darf heute den lieben Luca Couchet begrüßen. Danke Luca für deine Zeit. Danke vielmals auch für die Einladung. Jetzt haben wir es endlich geschafft, gell? Voll. Ist jetzt voll. mein zweiter Podcast tatsächlich. Super. Und bin sehr gespannt jetzt mit dir, ja. Tipptopp, super. Ja, dann bekommst du gleich auch eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste. Und so versetze ich bitte in die Situation hinein, Luca. Du bist auf einer Veranstaltung, auf eventuell einem Networking-Event, jetzt digital. Und auf einmal kommt die Frage auf, hey Luca, urspannende Persönlichkeit, interessante Themen, die du ansprichst, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du was genau? Es hat mich gar mal nicht einer so einfach. Gefragt. Ist gar nicht so einfach, mal, oder? Ja, es ist gar nicht so einfach. Es hat mich mal einer gefragt, ich habe ja auch mal studiert, ja. Und dann hat mich einer gefragt, ja, was studierst du? Und habe ich gesagt, ja, ich studiere jetzt zunächst einmal mein Leben. Ja, damit ich mich einmal kennenlerne, damit ich einmal weiß, was ich für Persönlichkeit bin. Mhm. Und ja, aber was mache ich? Das ist jetzt gar nicht so leicht, ja. Aber ich lebe meine Berufung, würde ich sagen. Okay. Und ich liebe es, neue Projekte von Scratch auf zu starten, zu kreieren, weiterzubringen. Ich arbeite sehr gern mit der Natur zusammen, mit physischen Dingen. Ich stehe gern mit Bloßhaxert in der Erde und kreiere oder starte auch Projekte und mache Projekte, die einen Nährwert haben und die Leuten auch helfen. Das heißt jetzt eben in dieser Gesundheitsbranche mit CBD. Und ja, das mache ich. Okay, super spannend. Jetzt würde ich gerne, du hast es am Anfang schon angesprochen, das Leben studieren, Persönlichkeit hast du angesprochen. Wie bist du da drauf gekommen, dass dir das wichtig ist? Oder was war so der schlagende Punkt, dass du sagst, hey, ich setze mich mit meiner Persönlichkeit auseinander. Ich überlege mir mal, hey, für welche Werte will ich eigentlich einstehen? Wie bist du drauf gekommen, dass dir die Natur wichtig ist und dass du da in die Richtung auch dein Business aufziehen möchtest? Oder dass dir das Spaß macht, Dinge einfach aufzubauen? Hast du dein Coaching belegt oder hast du dich auf eine Reise begeben und hast eine Weltreise gemacht oder bist du durch Österreich getourt? Was war so der ausschlaggebende Punkt? Das sage ich dir, das war vor, ich glaube, 6 Jahren beim Bundesheer. Ich habe da diesen Präsenzdienst abgelegt. Und ich bin eines Nachts irgendwo in Eiseskälte, musste ich dort patrouillieren, ja, mit schwerem Gerüst, voll. Ja. Und haben wir gedacht, ey, das kann es doch nicht sein, gell? Also wenn ich da rauskomme, dann mache ich was mich glücklich macht, ja. Ja, also das war für mich so ein prägender Punkt in meinem Leben. Ich war so angepisst in dem Moment, ja, dass ich da in der Nacht stehen muss, einfach irgendwo patrouillieren, unsinnig, ja, kann man jetzt sagen. Und mir dann gedacht habe, ich werde in meinem Leben das machen, was mir gefällt, ja. Und ja, was eben auch einen Nährwert hat für mich. So, und zum Thema Persönlichkeit, oder wie wir auch in dieses Business, in diese Branche eingestiegen sind, einfach hohe Affinität damals auch für diese Pflanze, für diese wundervolle Pflanze, ja. Und auch mit dem Konsum und so weiter, den ich jetzt eigentlich seit 2 Jahren ja nicht mehr habe, also auch nur CBD eben. Das war wirklich sehr introvertiert, meinst du? Nein, ich meine die Perspektive, also die hat mir sehr, sehr... die Augen geöffnet? Ja, es ist so eine Perspektive für mich gegeben und einfach sehr, mit dem Spiegel vors Gesicht gehalten, das möchte ich sagen. Okay. Ja. Okay. Und weil ich denke mir, was wichtig ist, dass man mal weiß, wer man selber ist, ja, und was man eigentlich will. Und das sehe ich halt auch in meinem Umfeld, ja, auch bei sehr vielen Studenten und Freunden. Und das ist in der heutigen Zeit auch gar nicht leicht, ja, mal zu wissen, was man will, weil das sind so viele Ablenkungen im Außen, ja. Wir haben dauernd diese Instant Gratification mit Dopamin, Instagram, die ganzen Sachen, ja, dass man nicht weiß, was man eigentlich will, wer man ist. Und dann wird es nicht leicht, ja, weil dann lässt man sich einfach im Winde treiben wie so ein Fähnchen. Ja. Und wir haben echt ein Privileg und wir haben eben das Glück gehabt, dass wir eine Passion zum Beruf machen konnten, ja. Ja.
Ich hoffe, ich bin jetzt nicht irgendwie Nein, abgewichen nein, vom Thema. super. Das ist perfekt. Vor allem, Ja. ich glaube auch, dass die größte Herausforderung ist, du kannst ja heute praktisch einfach mit allem Geld verdienen. Du kannst mit Audio-Files, so wie es ich handhabe in der Firma, Geld verdienen. Du kannst ein Foto posten und kannst damit viral gehen, ein Video machen. Du kannst eigentlich alles machen. Aber ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung, da eine Sache zu finden, was einem auch Spaß macht, oder? Ja, eh, und das sage ich immer wieder, wir sind so, oder ich bin auch so dankbar, dass das in mein Leben gekommen ist zu der Zeit, ja, das hat mir auch in so vielen Bereichen die Augen geöffnet und dass wir eben auch noch nach 4 Jahren irgendwie daraus ein Business machen konnten. Und also ich muss echt sagen, ich glaube echt, dass es auch schwer ist in der heutigen Zeit irgendwie seine Berufung so leicht zu finden, ja, weil man sollte sich ja echt dann auch mal Zeit nehmen und einfach mal nichts machen und einfach mal in sich gehen, kontemplieren. Ja, wer bin ich, was will ich? Und wenn man wirklich mal diese äußeren Störfaktoren beiseite lässt, ja, dass man wirklich eine Klarheit kommt, ich glaube, dann würden viele Leute auch drauf kommen, aber es ist, wie gesagt, nicht so leicht. Und ich bin extrem dankbar, dass wir etwas gefunden haben, was uns ja einfach zu der Zeit echt begeistert hat. Und dann ist es leicht. Dann ist es leicht, Dann muss ich echt fügen sich sagen. die Also, Dinge, ja. Dann fügen sich die ja. Dinge, ja. Voll, voll. Jetzt würde mich interessieren, Luca, das Wort Leidenschaft. Was bedeutet das für dich? Welchen Stellenwert hat das in deinem Leben? Das hat einen ganz großen Stellenwert, weil mit Leidenschaft, okay, da ist jetzt auch das Wort Leiden drin, ja, aber man leidet auch an diesem Ja, Weg, das ja. Also gehört dazu, ja. es ist ja, es gibt ja echt Ups und Downs und auch Tränen geflossen und alles, aber die Leidenschaft oder wirklich diese Begeisterung für diese Thematik, ja, die gibt dir so viel Energie. Da musst du dich nicht überwinden, dass du das jetzt startest oder wie auch immer. Ja? Das ist Ja. einfach so ein natürlicher Flow. Und das kann ich auch irgendwie, glaube ich, jedem empfehlen. Wenn das nicht wirklich von innen kommt und wenn du nicht dafür brennst, ja, und du musst dich zwingen, jetzt dafür, weiß nicht, ich möchte Dropshipping anfangen oder irgendwas, ja. Also, wenn die Leidenschaft, das ist so dieser natürliche Energiegeber und diese natürliche Energie, die uns weitertreibt, ja, dass das einfach ja, wie im Flow passiert und das ist dann nicht schwer. Ja. Ja, voll, voll. Das ist für Jetzt mich will. Leidenschaft und ja, man macht es damit wirklich mit dem Herzen und dann macht man richtig gute Sachen und dann wird das eine super Sache, ja. Jetzt würde ich gerne zu eurer Leidenschaft überschwenken, und zwar zu Canna Fleur. Wie seid ihr da reingestolpert? Wie ist das passiert? Seid ihr da in der Früh einfach mal aufgewacht und habt gedacht, so, wir machen jetzt ein geiles Business auf mit Ja, unserer oder wie ist das passiert? es ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Aber natürlich, es fängt an mit einer sehr hohen Affinität für die Pflanze mal per se, ja. Und ich war damals auch Cannabiskonsument. Ich habe das sehr gerne konsumiert. Und eben beim Hof meines Freundes, der hatte riesen Hof, das Landwirtschaft, wo das eben auch alles stattfindet, ja, haben wir uns öfter mal auf dem Balkon, also auf diese Veranda, immer ins hingesetzt und haben was genossen und auf dieses Feld geschaut. Und da haben wir immer visualisiert und gesagt, eines Tages, wenn wir irgendwie die Möglichkeit haben, dann arbeiten wir mit dieser Pflanze. Und wir sind dort gesessen und wir haben uns, weiß nicht, 4 Stunden lang gelabert, wie wir das machen werden und haben schon wirklich vor Augen gehabt, wie die Pflanzen da unten am Feld stehen werden, ja, von der Veranda oben. Und das ging über Jahre hinweg und dann waren wir einmal in Island auf einer Reise. Und da waren wir auf so einem kleinen Vulkan sind wir gestanden und ich habe dann im Internet davor gesehen, dass man da jetzt eben quasi CBD ist in der Schweiz ein Thema. Es kommt jetzt und eben auch in dieser Blütenform, ja. Und dann haben wir gesagt, hey, passt, das machen wir. Probieren wir das, ja. Und so, das war so die zündende Idee und dann sind wir heim und ich glaube, im Sommer darauf haben wir dann gleich gestartet, ja. Und hat dann eh gedauert. Es hat alles gedauert, aber ja, so war das. Was hat da dein Umfeld gesagt? Deine Eltern? Hast du das am Anfang totgeschwiegen oder hast du das ganz offen kommuniziert? Weil das ist ja auch immer so eine Sache. Die Eltern wollen, dass man vielleicht meistens was Sicheres macht, studiert. Du hast das vorher angesprochen, du warst davor eben Student noch. Wie war das für dich, diesen Schritt zu gehen, dass du offen kommunizierst, hey, ich
begebe ich jetzt auf eine Reise. Ich folge jetzt meiner Leidenschaft. Keine Ahnung, ob das aufgeht oder nicht. Ihr wart wahrscheinlich voll überzeugt. Aber meistens sind ja die Leute im Umfeld, die sagen, hey, bitte mach was Sicheres. Wie war das bei dir? Ich muss jetzt sagen, ich komme aus einer so konservativen Familie. Und ich glaube, du kannst jetzt eh schon vorstellen, wie das war, ja. aber ich glaube, wir haben gestartet, eben vor 5, 6 Jahren, offiziell halt gestartet, weil es war ja auch extrem viel Vorbereitung mit dem, man muss sich ja an gewisse Nutzhaftsorten halten, man muss schauen, dass die stabil genug sind, dass die auch die Werte alles passen. Und in dem Sommer, als wir dann auch gestartet sind, bin ich dann zu meinen Eltern und ich war dann noch auf einer Hanfmesse in der Schweiz und habe dann meinem Papa gesagt, nein, ich fahre auf so eine Hanfmesse, weil das interessiert mich voll. Okay. Und dann hat er schon irgendwie so komisch getan. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau erinnern, aber an ein Szenario kann ich mich noch erinnern. Da bin ich im Restaurant gesessen mit meinen Eltern und wir haben mal über meine Zukunft geredet und ich habe gesagt, ja, ich mache jetzt ein Hanf-Business mit dem Dave. Mhm. Meine Mama, was Hanf-Business? Was musst du jetzt? Lucky, kiffst du? Lucky, nimmst du Cannabis? Also so, volle Schiene, ja. Und ich so, was hat das jetzt damit zu tun, ja? So, und dann sind da so viele Emotionen in mir hochgekommen und dieses Unverständnis meiner Eltern hat mich so aggressiv gemacht, ja. Mhm. Und die haben mich halt auch voll, ja, war voll hitzig und ich bin dann echt mit tränenden Augen aufgestanden, habe sie angeschrien vor allen Leuten, ja, und bin gegangen, so. Also das waren so die ersten Kontaktpunkte mit meinen Eltern bezüglich diesem Thema. Ja. Und es war nicht leicht, also das war glaube ich 1,5 Jahre nicht leicht, ja, aber ich habe es einfach durchgezogen. Wir haben zu der Zeit ja gar kein Geld verdient mit dem Business noch. Mhm. Ja, genau, also es war gar nicht leicht, die haben es gar nicht verstanden, meine ganze Familie hat es nicht verstanden, aber mittlerweile können die es gar nicht glauben, was da abgeht und sind voll dafür und meine Mama empfiehlt meine Öle und mein Papa auch bei sich in der Praxis und ja. Ja, also aber findest du das nicht, also sorry, dass ich da jetzt gerade einhake, aber ich finde das so schade, ich habe da auch ähnliche Erfahrungen gemacht, ich will jetzt gar nicht so detailliert eingehen drauf, aber ich finde das so schade, dass gerade die Leute, die in deinem engsten Umfeld sind, meistens die Leute sind, die so kritisch sind und die, wo du keine Vorleistungen von Traum bekommst, sondern das kommt dann erst, wenn wirklich gesehen wird, okay, es funktioniert. Mhm. Der Bub steht auf einmal in der Zeitung, auf einmal, boah, er kann sich sein Leben finanzieren. Ich finde das, also ich weiß nicht, das war für mich so eine Erkenntnis, wo ich mir gedacht habe, okay, eigentlich urtief, eigentlich schon schlimm. Schlimm, aber man muss es auch mal von ihrer Perspektive sehen und das habe ich dann auch verstanden. Es geht, die wollen immer nur das Beste für dich. Ja? Richtig, genau. Und die haben zu der Zeit, ich meine, das war vor 5 Jahren, ja? Ja. Da war CBD, das war kein Thema, ja. Das war das Haschgift noch. Ja? Das war jetzt einfach eine schöne Umschreibung für legales Kiffen. Ja, ja, voll. Da war null Aufklärung, gar nichts, ja. Jetzt, wenn CBD, meine Oma, egal, es ist ganz normal, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, vor allem auch wenn man sehr konservativ ist, das ist denkt sie, was? Das geht ja, nicht. Ja? Was soll da jetzt passieren? Ja, wohin führt das? Ja, also von der Hinsicht habe ich sie dann auch im Nachhinein schon verstanden und jetzt lachen wir noch drüber. Und ich sage heute noch, nehme ich es irgendwie so von an, ja, du wolltest, dass ich studieren gehe und so irgendwie. Also ja. Ja, es ist. Also, ganz interessant, wie sich das dann immer fügt, gell? Und wie sich dann auf einmal Perspektiven ändern. Extrem. Und das ist wirklich auch so ein Thema. Also ich bin so überzeugt von der Hanfpflanze und von ihren Vorteilen und kann wirklich sagen, die Hanfpflanze ist die einzige Pflanze, die diesen Planeten wirklich retten kann. Aber da könnten wir jetzt tief in die Thematik gehen. Aber es ist dann echt immer wieder schön zu sehen, dass Leute so komplett 180 Grad machen, ja. Ja. Und einfach aus diesen Konditionen heraus, weil die haben ja alle diese Konditionen, es ist ja so eine Propaganda, ja, seit 80 Jahren mit den Einzlingern hat das gestartet und es kommt jetzt immer, also das ist ja wirklich eine Renaissance der Pflanze, ja, und so schön zu sehen, wie gesagt, dass Leute dann wirklich das begreifen und das passiert aber meistens dann auch, wenn dieser positive Effekt bei ihnen eintritt, ja, das ist ja, das wow, stimmt. Das stimmt. Nicht gedacht. Boah, und ich schlafe wieder so gut, das ist ja Wahnsinn, ja. Kriege auch extrem viele E-Mails von Leuten, die einfach echt geflasht sind, was das so geht. Das ist nicht bei allen, gell? Es hilft nicht bei jedem, muss man auch sagen. Aber bei einer großen Masse, ne? Ja, der Großteil. Ja, sonst wäre das Thema auch nicht so im Anklang, gell? Richtig, richtig. Jetzt würde mich interessieren, du hast es am Anfang angesprochen, Natur ist dir sehr wichtig.
Woher kommt das? Was bedeutet für dich, wenn du das Wort Natur jetzt vor dir vielleicht bildlich vorstellst oder ganz kurz auf dich wirken lässt, kannst du auch da eine Minute kurz Zeit nehmen oder wie auch länger. Was bedeutet das für dich, das Wort Natur? Wie wirkt das auf dich? Wie würdest du es beschreiben? Die Natur ist Balance. Also Natur bringt mich wieder so nach, ja, also auch zu mir wieder, ja. Und groundet mich voll. Ich weiß nicht, ob du den Film Earthing gesehen hast. Nein, da geht es um Earthing Movies, ist so ein interessanter Film. Da geht es eben darum, dass auch die alten Indianer schon gesagt haben, diese Schuhe, die wir tragen, ja, es tragen ja alle Leute Schuhe, aber die trennen uns voll. Und man hat mittlerweile gemerkt, dass wenn man bloßfüßig mit der Erde in Kontakt steht, ja, dann ist da Elektronenaustausch, ja, und der entzieht, also der ist voll heilend, ja, der bringt uns richtig nach unten, heilt Krankheiten, ist voll antioxidativ, ja, und ich merke das. Also ich bin wirklich mittlerweile so, wenn ich irgendwie arbeite am Hof, am Feld, außer es ist jetzt Winter, ja, immer sofort Schuhe aus und in die Wiese. Und nach 20, 30 Minuten ist mein Kopf wieder so klar, ja, und das ist einfach schön. Und ich gehe auch so gern reisen. Also das ist für mich ein Must-Have. Deswegen ist es auch so cool, dass wir dann halt im Winter meistens Zeit haben, um irgendwo hinzufliegen. Und die Natur ist einfach echt was Schönes. Gehen gern wandern. Und auch einfach, ich liebe das im Frühling, dieses Grün. Weißt du, allein das Grün, das bewirkt was. Ja? Wenn wir das sehen im Gehirn, das beruhigt schon. Ja? Und es gibt ja auch diese Waldbadentherapie, die ist in China sehr populär, wo die Leute einfach, denen wird empfohlen, sie sollen einfach mal 4, 5 Mal die Woche in den Wald gehen. Und da, allein da entstehen schon so krasse Dinge, ja, in Bezug auf Heilung und wieder Balance. Ja, das ist ja da, wo wir herkommen. Und ja, das super spannend. Mega geil. Nein, das ist ein Film, musst du anschauen. Earthing Movie, der ist eh gratis auf YouTube. Okay. Echt orger Film. Ja. Okay, auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt sich gerne mal reinziehen, würde ich sagen. Ja. Luca, wovor hast du Angst? Hast du Angst, alles zu verlieren? Hast du Angst? Hast du Selbstzweifel? Ich habe Angst, alles zu verlieren, habe ich nicht. Mhm. Aber ich habe teilweise Angst gehabt, dass ich, und in dieser Zeit war ich auch, dass ich auch in diesem ganzen Prozess, und ich habe mittlerweile jetzt auch 2 Projekte, also nicht nur das mit dem Hanf, dass ich dann mich verliere, und ich habe mich dann auch kurzweilig verloren in den Projekten. Ja, und da auch dann wieder die Balance zu finden, das hat mir Angst gemacht. Mhm. Und ja, die Branche ist auch sehr ungewiss. Ja, es könnte sein, dass nächsten Monat alles verboten wird, was ich jetzt aber nicht glaube. Aber ich habe Angst, nee, also als Angst, das alles zu verlieren, habe ich eigentlich nicht. Ja, ich habe eher Angst, dass ich kann ich eigentlich nicht sagen. Ich muss sagen, ich habe in den letzten 4 Jahren das Wichtigste bekommen, meiner Meinung nach, was ich erlangen hätte jetzt können in diesem Lebensabschnitt, und das ist eben dieses Mindset, ja? Dass ich da rausgehen kann und egal was ich starte, also wenn es gut überlegt ist, ich starte es und ich ziehe das durch und das wird was. Ja? Und das ist was Cooles, das kann man keiner nehmen mehr. Und das bringt mir extrem viel im Leben. Die Gegenseite halt, aber Angst davor, jetzt was, muss ich eigentlich sagen, habe ich jetzt nicht. Würdest du, wenn wir jetzt schon beim Mindset, was du jetzt angesprochen hast, vielleicht auch ganz kurz Halt machen? Und zwar, wie würdest du sagen, setzt sich Erfolg zusammen? Ist das Mindset größtenteils? Ist es Fähigkeiten? Ist es Talent? Ist es Glück? Wie würdest du sagen, setzt sich das zusammen? Nein, es ist eine Kombination. Wie würdest du es beschreiben? Okay. Ja, es ist eine Kombination aus allem. Weil ich kenne auch Leute, die sind auch super motiviert, ja, und die haben, hätten wirklich das Zeug dazu. Und die reden und man sieht auch das Feuer in ihren Augen, ja. Und daran hapert es aber bei der Umsetzung. Ja? Also du brauchst die Vision, du brauchst das Ziel vor Augen, ja. Und es muss ja nicht mal immer das Ziel sein. Es muss einfach nur, da wäre man wieder bei der Leidenschaft zu dem Thema, ja. Das brauchst. Und dann brauchst du aber auch die nötige Kraft oder Portion, Wille, auch Sachen umzusetzen, wenn es nicht leicht ist. Ja? Ja. Und natürlich eine Portion Glück, aber da muss ich auch wieder sagen, also ich bin ja
extrem, also ich beschäftige mich auch schon seit der Matura, weil das war auch wieder ein Thema, wie ich eigentlich die Matura geschafft habe, auch mit The Law of Attraction und so. Also Okay. ich gehe davon wirklich aus und ich habe das jetzt in den letzten Jahren echt so oft beobachten können, dass meine innere Welt, meine äußere Welt extrem beeinflusst. Also das, was sich in mir abspielt, das hat ja jeder seine subjektive Realität eigentlich, geht nach außen und das ziehe ich an. Und wir waren dann teilweise so im Flow, dass ich mir gedacht habe, ey, das Universum gibt mir den Menschen, dann kommt der ins Leben und der kommt ins Leben und hey, wir kommen immer klar damit, ja. Und so viele Leute und so viel Connection und so viele geile Leute kennengelernt und wenn man dann mal in diesem Flow-Zustand ist, das ist arg, ja. Ja. Bricht dann aber auch mal wieder ein, ja, und dann muss man sich wieder aufrappeln. Ich schweife so gern ab, gell, aber ich Nein, das meine. ist toll. Ich kann das so nachfühlen, weil manchmal denkst du in Situationen, du bekommst auf einmal einen Anruf und denkst dir nur so, es kann jetzt aber nicht wirklich so sein. Wie krass ist das jetzt bitte, dass genau jetzt bei uns der Kunde genau mit uns zusammenarbeiten möchte? Oder wie geil ist das, dass eine Person aus meinem Netzwerk oder die ich kenne, genau an uns gedacht hat und das gerade perfekt passt? Oder auch allgemein Personen, Leute, die in deinem Netzwerk sind, die du einfach kennenlernst. Ich finde auch Menschen so faszinierend. Ich bin in dem glücklichen Privileg, dass ich durch diesen Podcast, glaube ich, 120, 130 Personen kennenlernen durfte in den letzten 2,5 Jahren. Das ist so arg. Wo ich mir nie selber gedacht hätte, weil mich auch viele Leute immer fragen, hey, wie kommst du eigentlich zu deinen Interviewgästen? Ich DM die einfach auf LinkedIn an. Ich schreibe sie einfach an, über Mail, über LinkedIn, über Instagram, whatever. Und die meisten halt haben Angst davor, weil dass jetzt irgendein Politiker oder irgendwie jemand, der im Europaparlament sitzt, denken die meisten Leute, der schreibt nie auf LinkedIn zurück. Ist aber passiert. Ja, krass, Und gell? das ist halt für mich auch manchmal so, wo ich mir denke, okay, krass, wie hat sich das jetzt eigentlich wieder gefügt? Es Oh, wird manchmal sogar leicht unheimlich, gell, wenn man sich es wird, denkt. ja, es ist, vor allem, Gell? wenn du da reinkippst, wird es immer nur krasser und krasser. Und manchmal verlierst du so den Anschluss und dann musst du wieder an deiner Persönlichkeit arbeiten und dann wird es wieder besser, was ich liebe. Aber ist schon manchmal unheimlich, ja, fühle ich. Ja, aber es ist wunderschön und ich, also für mich gibt es gar keine andere Option mehr. Also, ja, es ist einfach, das ist echt geil, aber es ist auch eben, wie gesagt, das Wort Leiden steckt auch drinnen und es waren auch dunkle Zeiten und aber das ist einfach trotzdem, im Ganzen betrachtet, ist es genau der Weg, den ich immer gehen wollte. Und ich kann mich auch erinnern, ich habe in der Volksschule, ich hatte einen Freund, ja, und dessen Vater war auch ganz, ganz großer Unternehmer und die hatten ein riesiges Haus am Wörthersee. Und ich war bei denen auf Besuch und ich bin dann heim zu meinem Dad und habe gesagt, ich möchte Asso werden und ich möchte Unternehmer werden. Und Papa, wir müssen jetzt irgendwas erfinden, lass uns was erfinden. Dann sind wir jeden Sonntag immer spazieren gegangen, dass wir irgendwie, ich wollte irgendwie meine eigene Company haben, so. Und dass ich das jetzt, ja, es hat sich irgendwie dann verwirklicht. Und eben noch dann auch so was Cooles mit Natur, mit materiellem Ding. Ist echt schön. Ja. Welche Stellenwert hat Geld für dich? Wie würdest du Geld für dich beschreiben? Ich finde Geld wichtig und ich Okay. verdiene gerne Geld. Es könnten auch in unserer Welt Weintrauben sein. Es ist halt jetzt so ein Papierding, ja, Ja. mit dem wir halt irgendwas bekommen. Aber ich finde Geld wichtig. Geld darf aber nicht so wichtig sein, dass du anhand deines Kontostands deine Persönlichkeit identifizierst oder ausmachst oder dich drüber stellst über andere Leute. Aber es ist, viele Leute verteufeln Geld, ja, aber die haben einfach keine gesunde Beziehung zu Geld und die wissen nicht, wie man wirklich Geld verdient, ja. Ja, und wie man mit Geld umgeht, gell? Also Wie das, man mit Geld umgeht. ich setze mich jetzt gerade sehr, sehr viel auseinander mit so Finanzsystem, Geldsystem und dem. Das finde ich gerade mega spannend, bin ich gerade so in diesem Teilbereich im Leben. Und wirklich, die meisten Leute wissen, glaube ich, einfach nicht, wie sie mit Geld, auch woher. Du lernst es in der Schule nicht, ja, wird einem Gar nie nichts. beigebracht, wie man spart, mehr Kontensystem und dies und jenes. Aber das ist schon, mit Geld umgehen können die wenigsten Leute und haben deswegen auch ein, meiner Meinung nach, gestörtes Verhältnis zu Geld. Genau. Ja. Und das ist, ja klar, es wird ja auch wahrscheinlich gewollt, nicht in der Schule beigebracht. Du kommst ja da raus, du kannst dir gar nichts, ja. Ja, Du kannst voll. ja, also ein bisschen, und
Aber genau wie du eben sagtest, eben diese gestörte Beziehung zu Geld, und dann Geld verteufeln und so weiter. Aber Geld kann auch so viele Sachen bringen, ja. Und auch wenn man Sachen aufbaut, jetzt eine Company und so, und ich kann anderen Leuten helfen, ja, dass sie dir auch was Cooles dazu verdienen, Studenten, ich habe viele Studentenfreunde und so weiter, ja. Hey, weißt du, wie cool das ist, ja, wenn die einfach bei so einem Projekt mitarbeiten können und einfach da auch einen guten Nebenverdienst bekommen, ja. Also, Ja, voll, ich voll. finde das super cool, ja. Voll. Wenn du einer anderen Person ermöglichen kannst, dass sie auch ihrer Leidenschaft nachgehen kann, das ist das Ja. Allergeilste. Das ist Ja, das voll. Allergeilste. Das ist das allerbeste Gefühl. Fix. Ja. Fix. Ja, also man muss es trotzdem, das habe ich auch eine Phase in meinem Leben gehabt, eben nicht da jetzt irgendwie zu glauben, man wäre besser oder so, weil es schleicht sich auch ganz Das, leicht, war das. ja. Ja, es schleicht sich ganz leicht kurz ein und da muss man aber wirklich auch die nötige Persönlichkeit haben, zu differenzieren, sagen, hey, ich bin immer noch der Luke, ja, und ich stehe immer noch am Boden und ich bin jetzt nicht besser, ja, nur weil ich jetzt mein Ding gefunden habe als irgendwer anderer oder so, ja. Und ja, das ist auch viel, das könnte man, sollte man auf jeden Fall ansprechen, ja, weil das kann man leicht reinfallen, glaube ich, dass wenn man wirklich läuft, dass man da irgendwie, Zu Größenwahn und sowas ja, tendiert, und ja, gell? also mache jetzt auch kein Ja. Geheimnis drum, ja, aber das muss auch sein, ja, dass man mal mit Ja. dem konfrontiert wird. Was passiert denn eigentlich mit mir als Persönlichkeit, wenn ich jetzt finanziell besser dastehe als mein Umfeld in dem Alter, ja, und Ja. ja. Aber ich gebe auch sehr gern. Also, das habe ich auch von meinem Dad. Also, mein Umfeld, ich gebe so gern und bin ein sehr großzügiger Mensch und auf gar keinen Fall ein geiziger Mensch. Das mag ich gar nicht. Und ich denke mir immer so, was ich auch mache seit einiger Zeit ist, wenn ich Geld ausgebe, ist auch noch extrem geile Sache. Ich bedanke mich dafür. Also, es ist immer nur so, auch wenn ich beim Biller was zahle. Ja, ich danke, dass ich das jetzt ausgebe. Weil viele, wenn die Geld ausgeben, dann ist immer so, und oh, ich mag das nicht hergeben. Ja. Und das, aber das ist, du musst dir das vorstellen, immer erzeugst du dieses Gefühl, ja. Und das heißt, du bleibst in diesem Loop drinnen. Du hast Angst, Geld davor auszugeben. Aber ich gebe Geld aus mit Freude, ja, damit es im Flow bleibt. Und dann kommt es auch wieder zurück. Man kann sich eigentlich als kleine Hilfe sagen, okay, ich gebe jetzt die 10 Euro beim Biller aus und ich kriege es hundertfache zurück. Das sollen wir mal für eine Woche machen. Einfach immer, wenn, egal was du zahlst, da die 3 Euro kriege, kriege ich es hundertfache zurück. Und wie gesagt, ich bin großer Verfechter von diesem Mindset, von diesem Realitätsbild, ja, der Quanten oder jetzt Law of Attraction, es gibt ja viele Wege, wie Perspektiven, man das beschreiben kann, aber ist im ja. Grunde alles das Gleiche. Aber ich glaube, das Wichtigste ist eben, wie du die Welt siehst. Ja, und wenn du Angst und wenn du immer dieses Mangelgedanken hast, oh, jetzt, da muss ich wieder zahlen und da muss ich wieder zahlen, ja, mach es einmal anders. Man kann das Hirn Fix. eigentlich leicht tricksen. Und wenn es eine Gewohnheit wird, dann hast du auch, und dann kommt wieder Geld rein. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Luca, abschließende und letzte Frage an dich. Wofür willst du stehen? Oder wofür stehst du aktuell? Kannst du aussuchen. Ich stehe dafür, dass man sich verwirklicht. Dass man Okay. das, was in dir drin ist, dass du das verwirklichen kannst. Und das machen viel zu wenig Leute. Also macht ein Bruchteil davon, von dem, was sie eigentlich sind, was sie gern machen würden. Aber ich sagte was, und das soll jetzt auch nicht wieder irgendwie abgehoben klingen. So eine konservative Familie von einem Hanfbusiness vor 5 Jahren zu überzeugen, ja, das sind so viel, also das war der Krieg, ja. Wenn man das schafft, ja, man schafft alles, ja, das sage ich auch meinen Freunden und das ist einfach schön, das zu machen, für was, wenn man es gefunden hat oder wenn man sich denkt, okay, ich möchte das gerne machen, dann macht das, ja, dass man sich verwirklicht, sei es jetzt wirklich in der Persönlichkeit, weil das Finanzielle und das Business, das ist nur ein Aspekt, ja, und wenn der gut läuft, aber du bist psychisch und einfach mental komplett nicht in deiner Mitte, ja, Hilft und dir das auch kannst nichts, ja? Ja, Ja. kannst noch so viel Geld haben, bist unglücklich. Ja? Also, dass man sich wirklich das höchste Potenzial, das klingt jetzt wieder so abgedroschen, aber dass man, muss man nicht mal das Höchste, aber dass man einfach wirklich an sich arbeitet und weil das Leben ist einfach viel schöner dann. Ja? Wenn du mit den ganzen mentalen Blockaden die ganze Zeit rumläufst und der Neid und das ist doch ein scheiß Leben.
Ja, das stimmt. Ja, dass man sich an sich arbeitet und dass man, du kannst es da eh aussuchen. Leidest du die ganze Zeit, Geld, die haben und oder du gehst mal hin und das ist auch wichtig, dass immer du kommst. Du bist nur du verantwortlich für das, was in deinem Leben passiert. Ja, Ja. ja. Bin ich 100% der Überzeugung und ich habe es selbst am eigenen Leib erfahren, ja. Du bist verantwortlich, niemand anders. Und dass du den Menschen und diese Probleme in dein Leben ziehst und ja, schon wieder Nein, das wäre abgeschweift. geil auf den Punkt gebracht. Nein, hat mir Ja, also coole Antwort. genau, Coole um auf den Antwort. Punkt zu bringen, dass man es ja, sich verwirklicht. Und es hat jeder so ein Potenzial und das ist, ja, haben die Schade, wenn Leute eh man es schon. nicht macht, oder? Schade, wenn man es nicht macht, einfach. Ja, schade, wenn man es nicht macht. Und es geht dann nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess, dauert Jahre. Ja. Ja, das ist jetzt Bei kein easy manchem länger, bei Quickfix, manchem aber kürzer, ja. Voll, voll. ja, bei mir hat es Jahre gedauert. Aber ja, bei manchen auch sicher kürzer. Und das kann ich sagen, ja, weil das Leben ist eigentlich wirklich geil. Das Leben ist, und die Erde ist so trotzdem schön, auch wenn man die ganzen Sachen hört. Aber wenn man mal, ich schaue jetzt weniger Nachrichten, weil es mir einfach besser tut. Ja, und ja. Sehr cool, sehr cool. Ja. Luca, danke für deine Zeit. Alle Links zum Luca und auch zu seinem Business findet ihr unten in den Shownotes verlinkt. Und Luca, danke für deine Zeit. War wirklich wieder mal ein leibendes Interview, voll viele verschiedene Perspektiven, die wir auch angesprochen haben. Neue Denkweisen auch für mich mit dabei gewesen und ich wünsche dir auf jeden Fall einen super Start ins Wochenende, beziehungsweise Wochenende gibt es ja nicht, ne? Wir hackeln eh genug. Ja, ich hab jetzt auf jeden Fall danke vielmals. Es war echt cool. Super sympathisches Interview. Und ja, morgen setzen wir ein. Also Wochenende gibt es jetzt für mich eh nicht. Aber das ist wurscht. Tipptopp, so soll es Ja. sein. Passt. Alles Liebe. Cool. Ciao, ciao. Ciao für die.